Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Roblox blockierte Leute wieder entblocken können. Das bedeutet, wir haben die danach wieder freigegeben, können die dann wieder adden, mit denen befreundet sein, was auch immer. Im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr einfach. Als allererstes müssen wir logischerweise einmal Roblox öffnen. Dann klicken wir hier links an der Seite, in meinem Fall, auf diese drei Punkte. Falls ihr auf Mobile spielen solltet, also auf Handy oder Tablet, ist es bei euch unten eingeblendet. Klickt einfach auf diese drei Punkte. Als nächstes gehen wir dann einmal zu dem Punkt Einstellungen und dann klicken wir einmal auf Datenschutz, denn hier runter ist es tatsächlich versteckt. Wir sehen hier erst einmal natürlich unsere Datenschutzeinstellungen und wenn wir dann hier aber ganz runter scrollen, dann steht hier schon blockierte Benutzer und hier steht bei mir gerade, du blockierst einen von 100 erlaubten Benutzern. Wir können also maximal 100 Leute blockieren. Wenn wir hier einmal auf Anzeigen klicken, dann steht hier schon die eine Person, die ich blockiert habe, und wenn ich hier auf diesen Button klicke, nicht mehr blockieren, dann habe ich die direkt wieder freigegeben. Ich bin jetzt aber nicht automatisch wieder mit der Person befreundet, auch wenn ich das vorher war und die Person dann blockiert habe, aber das könnte ich jetzt im Nachhinein dann eben ganz einfach wieder machen. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über den Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!